Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel The Suicide of Rachel Foster. Ich verliere gerade meine Stimme, aber ich habe noch nicht den Enthusiasmus verloren, dass wir hier weitermachen. Ich habe keine Ahnung, wo verdammt dieser scheiß Weihnachtsbaum jetzt hier gerade herkommt. Haben wir jetzt Weihnachten oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, Schneestürme können ja auch außerhalb von Weihnachten sein. Draußen sieht es irgendwie sehr seltsam aus. Es läuft. Gott, es läuft irgend so eine komische Weihnachtsmusik im Hintergrund. Jetzt wird es aber wirklich gruselig gerade. Here I am. You still there? Where else should I be? Home? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving, don't tell me you're staying on just for me. Go! I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Thanks. You always do that? Do what? Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. We've never met, Irving. I can't even picture your face. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well, I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. To be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone, then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie slash defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Irving, are you hitting on me by any chance? No. What are you... I mean, it's just... Relax. I was kidding. I can never tell when you're kidding. Yeah, it's one of my fascinating virtues. Same. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas! Good night, hon! Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah. Yeah. I get it too. Yeah. That's what there was, in the end. There was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of 80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and, that sound. Was it on your end? No. What are you talking about? Like a clinking. No. I don't hear anything. Sorry, I want to check. Okay. Das gefällt mir gerade so gar nicht. Ja. I was thinking about earlier when I said I was happy to have met you.
Huh? I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. That's really sweet, but maybe we should put this conversation on hold. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. You know, people get close in lots of ways. Please, shh, a sec. I'm trying to listen to this noise. Ich wollte auswählen. Oh, right. I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, please, shut up. Thanks. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. Aber auch gerade nicht hören, dass es irgendwie lauter wird oder so. Okay, da wird es lauter. Irving, you hear me? Ugh, for fuck's sake. Hey, sorry I didn't answer. I was, busy. Oh, no problem. It's fine. What'd you want to tell me? It's this microphone. Sometimes it captures sounds. What sounds? Whispers. It could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. Komm hier nicht rein. Also tut mir leid, dass ich jetzt gerade so leise bin, aber ich versuche einfach nur zuzuhören. Hexenfeuer. Oh, jetzt kann ich durch die... Ah, ne, konnte ich auch vorher durch. Found anything?
I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Maybe it's not me. It's this hotel. I didn't hear you. You know, for a second, it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And he... I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end and we were breaking out the champagne. Nikki, I... Sorry, I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Be careful. Okay. Steht aber auch nichts drin. Wo wir uns umschauen sollen. Sind wir wieder in der Kapelle? Da hinten kommen wir ja nicht raus, das wissen wir ja. Okay, ich habe weder einen Blitzer noch welche anderen Sachen, die ich eben noch gehabt habe. Ich habe gar nichts mehr. Meine Ghostbusters-Ausrüstung ist weg. Jetzt hin? Das ist jetzt auch noch die Frage. Okay. Ich kann auch keine Map benutzen aktuell. Hat sich meine Tastatur jetzt verabschiedet oder ist hier irgendwas, läuft hier gerade irgendwas schief? Hallo? Klingelt hier. Leere Axthalterung, das gefällt mir auch irgendwie gar nicht. Ja. Und nun? Moment, das war der Waschraum. Ist da hoch? Ne, da kann man, glaube ich, hier rein, oder? Sind nochmal Treppen. Ich habe jetzt komplett die Orientierung verloren. Ach nee, das ist dieser Dingsraum hier. So, Moment. Reception. Dann kommen wir hier wieder hoch. Warum sind wir jetzt in der Kapelle aufgewacht? Muss ich das verstehen? Und wo sind all unsere Sachen jetzt hin? Hm.
weiß auch nicht, ob ich mich jetzt... Ich kann immer noch kein M drücken. Ob ich mich jetzt in der Kapelle hätte umsehen müssen, aber da müsste man mir jetzt im Endeffekt einen Hinweis geben. Weil ich war ja eben schon in der Kapelle, da hatte ich mich ja schon mal umgesehen. Hallo, Telefon? Du kannst mir auch keine Antwort geben, oder? Master Suite. Ich würde sagen, wir hauen uns mal eine Runde aufs Ohr, oder? Ist schon dunkel. Hier ist das so schön, so einladend. Ich bleib jetzt hier. Mal hinten die Tür zu und dann... Ich dachte gerade, da sitzt einer. Das sah so komisch aus. Ja, ich bin jetzt etwas orientierungslos, ne? Weil 23. Dezember, 8.30 Uhr. Baffling Call, Rachel ist still hier. Ich weiß nicht, was Baffling heißt, aber es geht auf jeden Fall um den Anruf. Okay, ja, hier hat sich jetzt nichts geändert. Ich kann auch niemanden anrufen. Also ich kann hier die ganzen Sachen, die ich hatte, habe ich nicht mehr. Und die Karte nimmt er nicht mehr an. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ganz ehrlich. Ich könnte jetzt nochmal zurück in die Kapelle gehen. Aber bringt mir das irgendwas? Ich finde es hier oben gerade so schön gemütlich. Keine doofen Geräusche. Und ich schätze, das ist jetzt das Einzige, was ich noch machen kann, oder? Oder muss ich vielleicht jetzt unten durch die Türen durch, die abgeschlossen waren? Das kann natürlich sein. Fuck, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie ich da hinkomme. Jetzt habe ich hier gerade einen halben Herzkasper gehabt. Ich habe zwar die Kopfhörer auf und ich höre nichts um mich herum, aber ich habe gerade meine Tochter laut lachen hören. Das hat sich jetzt irgendwie gerade gruselig angehört. Wie komme ich denn jetzt wieder dahin? Rechts, links? Ich weiß es nicht mehr. Da ist das Büro. Dann hier durch, oder? Ich glaube, hier komme ich wieder runter. Wie komme ich denn jetzt nochmal in die Kapelle? Oh Gott, ne, da komme ich in die Garage, ne? Garage. War das ein anderer Ausgang von der Garage aus? Nee, oder? Da sind wir ja nur, wo das Gitter war. Genau, durch das Gitter sind wir dann reingekommen. Oh Gott, Orientierung gerade gleich 0. 6 Sätzen. Locker Room. Moment. Hall? Reception? Nee, Reception will ich aber nicht hin. Ach so, ja geil. Vor allen Dingen Schilder nach rechts und dann kommt man da gar nicht rechts rum. Haha, haha. Nee, hier war das, glaube ich, oder? Leute halten mich für bekloppt, aber irgendwie durch diese vielen Abzweigungen, ich glaube, ich würde mich jetzt auch so herbe in so einen echten, in echte Räumlichkeiten hier würde, hier war es, glaube ich, oder? Würde ich mich jetzt so dermaßen verlaufen, glaube ich. Das sieht übrigens hier so ein bisschen aus wie an der Schule bei uns. Also nicht Schule, sondern das ist so eine uralte Schule. Das sieht genauso aus mit den Gemäuern und so, wo man durchgeht und dann hängen oben so Rohre, unter die man drunter herlaufen muss. Ja. Ich kann jetzt aber auch nicht mehr machen als vorher, ne? Ich höre halt immer so Geräusche, als ob hier gleich ein Flieger reinstürzt, aber... Ich kann immer noch nicht durch die Tür, oder? Nee. Leute... Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ich meine, hier hat offensichtlich irgendjemand mal übernachtet. Keine Ahnung, ja, warum, wieso, weshalb. Ich weiß es nicht. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was ich hier noch machen könnte. Eigentlich kann ich hier gar nichts machen. Orgel ist ja alles schön und gut, wenn man sich die Sachen hier... Das ist nicht Jesus, das ist ein Kreuz, Leute. Oh Gott. Übersetzt es wenigstens richtig. Kann ich auch nicht rausschauen, da sehe ich auch nichts. Jetzt ist es noch dunkler hier, jetzt sehe ich hier gar nichts mehr.
wir hier wieder zurückgehen. Ja, ehrlich gesagt, ich irre jetzt hier so ein bisschen ratlos im Keller umher. Ist jetzt auch ein bisschen blöd, weil ich wollte eigentlich die Folge jetzt richtig gut abschließen lassen. Und die Zeit wird jetzt auch, neigt sich auch so langsam dem Ende zu. Und ich habe jetzt hier absolut keine Ahnung, wo ich jetzt hingehen könnte. Ich meine, hier war ich ja auch überall drin. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich jetzt hier noch in die Wäschekammer gehen muss. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass ich wieder nach oben muss. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wohin. Jetzt sind wir schon wieder in der Küche angekommen. Ist mal auf jeden Fall einen anderen Weg hochgegangen als eben. Was uns aber offensichtlich auch nicht weiterbringt. Ja, ich weiß nicht. Mit diesem wundervollen Blick auf diese etwas schäbige Großküche würde ich immer sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich muss mal schauen. Entweder fange ich genau hier wieder an in der nächsten Folge oder ja, ich cutte das ein bisschen so zusammen, weil wenn ich jetzt 10 Minuten hier rumirre und nichts finde und irgendwann dann plötzlich eine Sequenz kommt, dann ist das natürlich auch blöd. Deswegen kann sein, dass ich dann eventuell kurz vor die, bevor die Sequenz eintritt, och, böser Satz, dass ich dann cutte und dass ich ja, dann ins Video einsteige. Ich weiß es nicht. Also ich stehe jetzt hier so ein bisschen ratlos. Meine ganzen Sachen sind weg. Ich weiß nicht, warum ich in der Kapelle aufgewacht bin. Keine Ahnung. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.